Machen wir doch einfach weiter mit unserem nächsten Themenblock. Vor 3 Wochen circa fand die Fortnite-Weltmeisterschaft statt. Und am 1. August, glaube ich sogar, vor nicht mal 2 Wochen, hat ein deutscher FIFA-Spieler damals noch unter den Vereinsfarben des SV Werder Bremen, Mo Ober, die Weltmeisterschaft für sich entscheiden können. Zum ersten Mal ein deutscher FIFA-Spieler. Und die Berichterstattung von eSport ist auch in den traditionellen Medien angekommen, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Zeitungen oder im linearen Fernsehen in der Berichterstattung, wie zum Beispiel der Sportschau oder der Sportrubrik der Bild. Und jedoch sehen Teile der Politik und vor allem auch der Deutsch-Olympische Sportbund E-Sport nicht unbedingt im Sportresort. Herr Kellner. Die Große Koalition wollte eigentlich E-Sport eine olympische Perspektive einräumen. Und ein erster Antrag zum Thema E-Sport kam aber von den Grünen. Was fordern Sie? Ja, wir wollen E-Sport unterstützen und stärken. Und das ist ja die Frage, schaffen wir das eine Anerkennung auch von Gemeinnützigkeit? Es gibt einen Verein in Leipzig, der jetzt anerkannt wurde mit der Frage von Gemeinnützigkeit. Und das wollen wir stärken. Das heißt, dass es in Vereine organisiert werden kann. Das hat auch eine Möglichkeit von Förderung. Es hat auch eine Möglichkeit, darauf einzugehen, was auch für junge Menschen heißt und damit umzugehen und auch professionell lernen umzugehen. Und deswegen unterstützen und wollen wir das. Und ich meine, auch das ist eine Debatte, die seitdem ich jetzt zum ersten Mal seit 3 Jahren läuft. Und ich würde mich freuen, wenn man da vorangehen kann. Aber ich kann nur sagen, machen ist besser als wollen. Wir haben dafür einen Vorschlag gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn die Große Koalition das aufgreift und wir da auch endlich Schritte vorankommen können. Ich meine, wir in Deutschland brauchen diese Amateurförderung in diesem Bereich, weil die internationale Konkurrenz läuft uns davon. Wie eben schon erwähnt, erstmals ein deutscher FIFA-Weltmeister. Und eigentlich sind wir ja gar nicht so schlecht in diesem Spiel Fußball, ob es jetzt digital oder auf dem realen Rasen ist. Warum geht es da nicht so voran? Aber ich finde, das Wichtige ist, klar, ich freue mich, wenn es um Gewinn geht, aber es geht auch um eine Förderung in der Breite. Und es geht ja darum, dass in einem Vereinsmannschaften oder in einem Vereinssetting, dass da auch eine Kommunikation stattfindet, dass es darum geht, wie trainiere ich das eigentlich, aber auch darum geht zu schauen, wie verhindere ich auch, dass es um Frage von Suchtprävention, also all diese Fragen spielen ja auch eine Rolle. Gesunderhaltung. Ne, die Gesundheitsfragen, und deswegen ist diese Vereinsstruktur und diese Gemeinnützigkeitsfrage so ein wichtiger Punkt. Oder in Berlin gibt es ein ganz tolles Projekt, wo Menschen mit Handicap, also die körperlich beeinträchtigt sind, auch als Gamer sich organisieren und spielen. Und das sind Punkte, dafür brauche ich diese Unterstützung. Und das würde ich mir wünschen, wenn die Grundlagen dafür geschaffen werden. Und ehrlich gesagt, was der Deutsche Olympische Sportbund macht, das ist, glaube ich, eine schwere Fehlentscheidung, die Debatte das zu machen. Das ist nun die Selbstorganisation des Sportes, aber ich glaube, Sie berichten ja selber auch, was für eine Attraktivität das mittlerweile weit über die Kreise hinaus hat, auch in traditionelle Medien. Und deswegen glaube ich, dass der Olympische Sportbund seine Entscheidung nochmal überdenken sollte und sich überlegen sollte, sehen Sie das ähnlich, ob das eine kluge Entscheidung war. Wir Freidemokraten sind auch ganz klar dafür, E-Sport anzuerkennen. Das hat physische und mentale Komponenten als Sport. Und vor allem ist uns auch wichtig, dass es im Verein betrieben werden kann. Das bietet eben die Möglichkeit, Medienkompetenz, Suchtpräventionsangebote dort zu integrieren. Es hat auch inklusive Chancen, gerade eben für Menschen auch mit körperlichen Beeinträchtigungen, gemeinsam mit anderen zu spielen. Und wir wollen, dass es eben denselben steuer- und verwaltungsrechtlichen Regelungen dann unterliegt wie sonst Vereinssport. Und sicherlich wird es auch eine Koexistenz, ein Nebeneinander geben von Amateur- und Profisport, von kommerziellen und nicht kommerziellen Möglichkeiten. Wie im traditionellen Sport auch. Aber die Gemeinnützigkeit und Förderung kommt natürlich nur für das Nicht-Kommerzielle in Betracht. Ich würde gerne auch ein paar Sätze dazu sagen. Ich wollte Ihnen mir das Thema auch sehr wichtig ist. Und ich würde sogar die These aufstellen, dass die traditionellen Sportstrukturen bereuen werden in ein paar Jahren, wenn sie nicht auf die E-Sport-Szene zugehen und wenn sie nicht versuchen, die auch an sich zu binden. Weil diese klassische Aufteilung mit machst du normalen Sport oder machst du E-Sport, die wird es in ein paar Jahren
bei weitem nicht mehr geben. Schon heute ist das nicht der Fall. Ich kenne ganz viele, die machen beides. Und wenn ich junge Leute für die Vereinsstrukturen gewinnen will, dann brauche ich diese Angebote auch. Und die Anerkennung, klar, die kann nur vom DOSB kommen. Ich finde auch, die müssen da progressiver sein. Ein bisschen sehe ich, ist da Bewegung. Die haben sich geöffnet die letzten Jahre, die diskutieren auch. Aber ich kann denen nur raten, werdet schneller. Das, was Politik machen kann, ist öffentlicher Druck. Also ich will jetzt nicht immer irgendwie was zur CDU oder CSU sagen, aber Herr Seehofer ist der Sportminister. Ich habe mal nachgefragt, wie häufig hat der sich eigentlich mit E-Sport-Verbänden auch getroffen, um so nach außen Zeichen zu setzen. Da ist nichts, was da passiert in dieser Richtung. Wir überprüfen, das ist bei Olaf Scholz, die Frage Gemeinnützigkeitsrichtlinie. Da gibt es jetzt erste Anerkennung. Aber ich glaube, auch hier ist noch Spielraum, um das besser zu gestalten. Und was ja ganz häufig ich hier auch auf der Gamescom immer gehört habe von Leuten, die im E-Sport-Bereich unterwegs sind, ist diese Visa Frage, wo Heiko Maas als Außenminister zuständig ist, wo es jetzt auch Veränderungen gibt, also dass Profisportler auch über eine veränderte Visums- oder Visasituation hergeholt werden können nach Deutschland. Also das, passiert, ist, das hat sich ja schon ein bisschen verändert. Genau, sage ich ja, es passiert ganz viel im Detail, aber das Große ist halt, dass Politik auch offen sagt, wir sind dafür, dass E-Sport anerkannt wird als Sport, das gehört zur Realität mit dazu, das ist für junge Leute heute ganz integraler Bestandteil ihres Lebens und diese Sätze müssen von hohen Politikern ausgesprochen werden, weil sie dann natürlich auch was beim DOSB und bei anderen bewirken und weil es natürlich auch eine Wertschätzung dann ist für das, was junge Leute machen. So, und da würde ich mir mehr wünschen, auch von mehr Leuten, auch in unserer Koalition, die das nochmal klar aussprechen. Ja, das Visa ist ein gutes Beispiel, weil es ist ja einfacher geworden für Leute, für E-Sportler, die an großen Turnieren teilnehmen, aber es ist immer noch unfassbar schwer jetzt beispielsweise für E-Sportler, die länger in Deutschland bleiben wollen, weil sie an der Liga beispielsweise teilnehmen. Also das ist ja schon Dinge, die getan werden könnten. Gibt es da noch Möglichkeiten nach vorne, Herr Ziemiak beispielsweise? Ehrlicherweise, wie der Aufenthalt von Sportlern, die dann länger bleiben, nachdem sie eingereist sind in das Bundesgebiet, wie dort, wo die Probleme sind, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wenn Sie ein oder wenn ihr ein praktisches Beispiel habt, wo jemand ausreisen muss, der gerne weiterspielen wollte, dann gerne her damit, dann können wir mal überlegen, woran lag es jetzt eigentlich ganz konkret. Und der Frage der Anerkennung, der Gemeinnützigkeit, das Problem ist die Unklarheit, die wir heute haben. Also wenn jemand etwas anbietet, beispielsweise mit, Michael hat es gerade genannt, beispielsweise mit Behindertengruppen und zu sagen, wir haben dort wirklich etwas Gemeinnütziges, ist das heute eigentlich kein Problem. Das Problem sind die Grauzonen, dort wo es unklar ist, diese Vermischung zwischen kommerziellem Verein und das heißt auch Produktplatzierungen und vieles andere und der Frage von Gemeinnützigkeit. Und da brauchen wir Klarheit und deswegen lasst uns das, Lars, ist ja jetzt ist Seehofer, gerade war Scheuer, jetzt ist die SPD macht super, CDU nicht, aber so funktioniert ja Politik nicht, sondern mein Vorschlag auch hier an dieser Stelle ist, ihr habt das Justizministerium, ihr könnt ja jetzt die Richtlinie überarbeiten lassen, die Verordnung und dann sprechen wir drüber und dann lasst uns mal zusehen, dass wir möglichst schnell, und darum geht es, Klarheit schaffen, damit jeder, der vor Ort aktiv ist in einem Verein, weiß, was kann ich eigentlich machen und was muss ich erfüllen, damit ich gemeinnützig bin. Und jetzt zum Olympischen Sportbund, da sind wir tatsächlich einer Meinung, das kann ja Politik nicht beeinflussen, sondern darüber zu sprechen. Und ich teile das auch so, dass es wahrscheinlich auch dazu führt, dass wenn man E-Sport auch in Vereinen betreibt, die Leute auch vielleicht in andere Sportarten auch wechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja selber Vater, wenn ich mir frage, wenn jetzt, mein Sohn ist noch zu klein, aber wenn der später sagt, ich spiele gerne, dann wird es vielleicht doch ganz gut sein, wenn ich sage, du musst mal auch ein bisschen was anderes tun, was so Väter oder Mütter machen, dann glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sagt, in der gleichen Community, in dem gleichen Verein werden viele Sachen angeboten, was dann auch neugierig macht auf anderes. Ich meine, wir gehen ja immer weiter zur ganzheitlichen Betreuung von E-Sports-Athleten, ohne Frage. Herr Schindler, ich komme sofort zu Ihnen. Ich frage nur einmal noch Herrn Ziemiak, wie könnte denn so ein Kompromiss aussehen, in dem E-Sport ernst genommen wird, mit dem sich aber Sportpolitiker auch zufrieden geben? Ich glaube, es sind klare Kriterien. Das heißt, man hat einen Kriterienkatalog. Was muss ein Verein erfüllen? Beispielsweise, also in der Frage Betreuung von Jugendlichen, auch da die Frage des Jugendschutzes. Und natürlich dann die Frage, welchen Einfluss haben natürlich Unternehmen, die diese Produkte herstellen, also Spiele herstellen. Es ist natürlich schwierig, ganz praktisch, wenn ich Geld einsammle für etwas und gleichzeitig das von der Steuer absetzen kann, wenn dann diejenigen, die damit auch Geld verdienen und auch ein Interesse daran haben, Produkte zu platzieren, wenn ich das alles gemeinnützig stelle. Sonst haben wir ganz viele andere Bereiche, die sagen, wir gründen jetzt auch einen gemeinnützigen
Verein. Super. Uns rennt die Zeit wirklich davon. Ich habe noch eine wichtige Frage an Herrn Schindler, der wirklich schon seit circa 6 Minuten versucht, zu Wort zu kommen. Bei der politischen Debatte geht es aktuell hauptsächlich um die kleineren Vereine, die tolle Arbeit machen und nicht nur Trainings anbieten, sondern auch Trainerausbildungen, die Gemeinschaft und die Gesunderhaltung sind da auch immer wichtige Aspekte. Unterstützt Ihre Partei das Vorhaben, ja, diese Vereine, die gemeinnützig zu nennen? Wir wollen vermeiden, meines Erachtens, dass wir uns hier täglich grüßt das Murmeltier immer wieder dieselben Dinge erzählen. Wir haben im letzten Jahr 2018 auch schon gesagt, E-Sports muss als Sport auch anerkannt werden, weil wir dann nämlich mit einem Schritt weiterkommen. Paul hat es ja bereits angesprochen. Also es muss zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass der Breitensport darüber gefördert werden kann. Mhm. Es muss die Möglichkeit geben, dass die Vereine dann neben einer Fußball-AG im Hort eben auch zum Beispiel so eine AG anbieten können. Das setzt dann aber auch voraus, dass man natürlich gucken muss, wie stark die kommerziellen Einflüsse darauf, also auf den Spiel, wie stark die sozusagen auch kontrolliert werden. Das war das, was wir in der vorherigen Frage ja hatten, nämlich inwieweit kommt die Demokratie, die Politik dort auch in gewisser Weise steuernd rein, Sportförderung und so weiter. Das sind alles diese Punkte. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht im Jahre 2020, 2021 wieder mit genau denselben Themen hier reden, E-Sport, sondern dass wir dann über die Frage reden, wie wir den Breitensport beim E-Sports-Bereich fördern können, damit Pauls Sohn dann auch vielleicht daran teilnehmen kann. Herr Klingbeil, ein schneller Satz, aber wirklich. Ich will nur sagen, ich warne davor, dass man irgendwie sagt, das eine ist E-Sport und das andere ist richtiger Sport. Da vorne sitzt Timo Wölken, wir haben uns neulich in Osnabrück so ein Trainingszentrum angeguckt. Ja, ich meine, die professionellen E-Sportler, die machen Höchstleistungssport. Und ich warne auch davor, dass wir jetzt anfangen, was ja passiert, irgendwie ein E-Sport und E-Gaming zu unterscheiden, um irgendwie einen Teil damit aus der Förderung rauszubringen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt in der Debatte und das wollte ich einfach nur mal sagen, weil es gerade schon wieder so ein bisschen in die Richtung ging. Meine Damen und Herren, wann besuchen Sie das nächste Mal ein E-Sport-Event? Waren Sie schon mal auf einer Veranstaltung, auf einer E-Sports-Veranstaltung? Ja. Ja? Hier ist eine Frage in die Runde. Nein? Ja, steht das auf dem Plan? Selber als Spieler. Aber aktiv auf der Bühne? Ich glaube, das wird in unserem Leben nichts mehr. Doch. Ich war selber, also jetzt Sie natürlich haben nicht mehr, auf einer Bühne nicht mehr 15.000, nicht mehr 15.000, so, nicht mehr 15.000 in der Lanxess Arena, aber wir haben es, also jetzt Ewigkeiten her, gab eine Zeit, dass ich Counter-Strike gespielt habe und wir selber sowas organisiert haben, aber weder mit Förderung noch mit Presse. Ist da noch ein Platz frei im Team? Ich glaube, das Team gibt es nicht mehr. Die machen jetzt alle doch. Was? Die machen. alle was. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht sage, die machen jetzt, ich hätte fast gesagt, die machen jetzt richtigen Sport. Nein, Quatsch. Nein, haben wir alle verstanden. Ja, wird nicht von der Presse aus dem Zusammenhang gerissen an dieser Stelle. Versprochen. Gut, vielen lieben Dank. Bis hier erstmal.